Wegen ihrer vorwiegend auffälligen Erscheinung demonstrieren Schmetterlinge das Artensterben unter den Insekten recht anschaulich. Das Insektensterben gilt inzwischen als wissenschaftlich belegt, auch wenn Lobbyisten aus Wirtschaft und Industrie, deren Geschäftsmodelle auf Umweltzerstörung basieren, die Fakten leugnen. Sie verlangen Langzeitstudien, die das Insektensterben und den direkten Bezug zu ihren Aktivitäten nachweisen sollen, mit der Zuversicht, dass solche Nachweise erst erbracht werden können, wenn es längst zu spät ist. Das sogenannte Monitoring wird bei Insekten sehr aufwendig betrieben. Und selbst bei Tagfaltern, welche sich hierfür wohl als geeignetste Gruppe unter allen Insekten anbieten, ist es schwierig und kompliziert, solche Studien zu erstellen. Dabei ist es ziemlich einfach, anhand der Lebenszyklen von Schmetterlingen in Korrelation zu menschlichen Eingriffen in deren Lebensräumen aufzuzeigen, wie sensibel diese Lebewesen auf solche Einflüsse reagieren. Während diese fragilen Geschöpfe unter ihren natürlichen Bedingungen eine gewisse Robustheit besitzen, reagieren sie empfindlich auf Einwirkungen menschlichen Ursprungs. Glyphosat wurde unlängst als Insektenkiller geächtet. Ein vollständiger Verzicht auf dieses Herbizid wird die Problematik des Artenschwundes nicht wesentlich aufhalten. Andere Aspekte spielen ebenfalls entscheidende Rollen. Allein die zusammenhängenden Agrarflächen trennen die Habitate vieler Insekten voneinander. Baumaßnahmen, ob Fahrbahnen, Industrieflächen oder Wohnungsbauprojekte dezimieren zusätzlich die ohnehin wenigen natürlichen Lebensräume von Insekten. Parkanlagen und Gärten entsprechen kaum noch den Anforderungen, worin Tiere einen Lebensraum erkennen könnten. Von den etwa 3.700 verschiedenen Schmetterlingsarten sind nach wissenschaftlicher Ermittlung des Helmholtz-Institutes davon gerade mal 152 Tagfalter. Und diese überschaubare Gruppe an Faltern bildet die ideale Referenzgruppe, das fortschreitende Insektensterben abbilden zu können. Hierfür muss man in die jeweiligen Habitate verschiedener Arten vordringen und die Zusammenhänge erfassen. Den allseits bekannten Zitronenfalter kann man bereits bei den ersten wärmenden Sonnenstrahlen im zeitigen Frühjahr erblicken. Dieser charakteristische Falter hat überwintert und überlebt dank eines Frostschutzmittels im Körper auch extrem niedrige Temperaturen. Die bevorzugte Raupenfutterpflanze ist der Faulbaum, ein eher unscheinbares Gewächs, welches in lichten Laubwäldern vorkommt. Der kleine Strauch, der selten höher als 2 Meter groß wird, wächst gern an Rändern von Waldwegen. Thank you.
Ein weiterer Bote des Frühlings ist der Aurorafalter. Das Männchen besitzt im Gegensatz zum Weibchen einen leuchtend orangenen Fleck auf den Vorderflügeln. Sein Vorkommen richtet sich maßgeblich nach dem Vorhandensein der Raupenfutterpflanzen Knoblauchrauke und Wiesenschaumkraut. Allerdings überwintert diese Art als Puppe. Wiesenschaumkraut wächst auf vorwiegend feuchten Wiesen und fällt der ersten Maat im Jahr zum Opfer. Raupen oder Puppen werden dabei in Massen getötet. Knoblauchraute findet man oft an beschatteten Hängen am Waldrand. Das breitflächige Mähen von Fahrbahnrändern setzt auch dieser Pflanze oft ein frühzeitiges Ende. Dass der Aurorafalter dennoch häufig vorkommt, verdankt er einigen Rückzugsgebieten, die als sumpfige Wiesen für die landwirtschaftliche Nutzung uninteressant sind. Unter den Weißlingen sind die Kohlweißlinge jene Schmetterlinge, die nahezu überall zu sehen sind, wenn wenigstens noch ein Rest an Natur übrig gelassen wurde. Die Raupen gelten als Schädlinge, da sie Kohlarten befallen. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Insektiziden kann sich dennoch spürbar auf die Population auswirken, da fast alle Kreuzblüter als Kulturpflanzen angebaut werden. So gab es durchaus Jahre, wo sogar der große Kohlweißling in manchen Regionen selten anzutreffen war. Den kleinen Kohlweißling und den Grünaderweißling trifft man gelegentlich auch in Gruppen an, wenn sie an feuchten Stellen Mineralien aufnehmen. Zu den bekanntesten und auch häufig anzutreffenden Schmetterlingen zählen die farbenfrohen Brennnesselfalter. Man nennt sie in Fachkreisen so, weil Brennnesseln die primären Raupenfutterpflanzen sind und das Vorkommen dieser Falter sehr entscheidend vom Vorkommen dieses eher lästigen Unkrauts abhängig ist. Will man sich also an Distelfaltern, Admiral, kleinem Fuchs, dem Zehfalter, dem Landkärtchen oder auch dem Tagpfauenauge erfreuen, reichen blühende Pflanzen in den Gärten alleine nicht aus. Brennnesseln und auch Disteln sollte man trotz so manch schmerzhafter Begegnung einen Platz lassen. Gartenbesitzer bekämpfen jeden Sommer die unliebsamen Gewächse und übersehen dabei, dass die vorwiegend gesellig lebenden Raupen von einigen Arten die Brennnesseln zum Teil kahl fressen. Thank you.
Besonders prächtig präsentieren sich die Schillerfalter, wenn sie auf Waldwegen Fuchskot oder auch Schneckenkadaver aufsuchen. Es sind wichtige Mineralien, die sie dabei aufnehmen, auch nicht selten auf feuchten Sandböden. Ihre Raupen leben vorwiegend auf Pappeln und Weiden, die vom großen Schillerfalter ausschließlich auf Saal weiden. Das wird diesen Insekten oft zum Verhängnis, wenn durch forstwirtschaftliche Maßnahmen die lästigen und wirtschaftlich unbrauchbaren Weichhölzer entfernt werden. Unter den Schmetterlingen gibt es Spezialisten und Generalisten. Der kleine Eisvogel ist ein ausgesprochener Spezialist und benötigt als Habitat lichte Laubwälder mit den entsprechenden Raupenfutterpflanzen verschiedener Geißblattarten. Zudem müssen diese Habitate auch eine deutliche Luftfeuchtigkeit vorweisen, sodass stets ein kleines Fließgewässer in unmittelbarer Nähe zu finden ist. Werden solche Lebensräume zerstört, ist es fast ausgeschlossen, dass die Population andernorts weiter überleben wird. Zu weit voneinander getrennt sind inzwischen solche Lebensräume. Der prächtige Schwalbenschwanz zählt eher zu den Generalisten, denn die Raupe ernährt sich von verschiedenen Doldengewächsen wie Dill, Fenchel oder wilder Möhre. Der Falter selbst legt große Strecken zurück und hält sich nur selten an einem Ort auf. Zwar bevorzugt das Tier sonnenexponierte Hänge, man trifft ihn aber auch gelegentlich in Gärten und Parks an, vorausgesetzt, das Angebot an Nektarpflanzen ist ausreichend vorhanden. Schmetterlinge sind und bleiben wesentliche Indikatoren für eine intakte natürliche Umgebung. Neben den Bienen gehören sie zu den wichtigsten Bestäubern und sehen somit nicht nur hübsch aus. Man muss allerdings auch akzeptieren, dass sie oft nur einen Bruchteil ihres kurzen Lebens als schöne Falter verbringen. Zuvor sind sie Raupen, welche auch leider von vielen als Schädlinge betrachtet werden. Wer Schmetterlinge mag, muss auch Raupen mögen. Wer die Raupen genauer betrachtet, wird mitunter eine bizarre Vielfalt an Erscheinungsformen entdecken. Vermutlich ist der Artenrückgang nicht mehr aufzuhalten. Bestenfalls kann man ihn hinauszögern. Denn die Menschheit müsste sich einschneidenden Maßnahmen auferlegen, um effektiv etwas dagegen unternehmen zu können. Der tatsächliche Wille zu radikalen Schritten unterwirft sich, wie so oft, wirtschaftlichen Interessen. Dabei müsste es genau aus diesem Blickwinkel heraus wichtig sein, den nachweislichen Wirtschaftsfaktor der Insektenwelt retten zu wollen. Die Ansätze sind eher bescheiden. Stein- und Schottergärten mit spärlichem Pflanzenbewuchs vorwiegend nicht heimischer Bäume und Sträucher sind im Trend. Die oft gepriesene deutsche Gründlichkeit und ein gehöriger Anteil Ordnungswahn lassen Parkanlagen und Gärten für Schmetterlinge quasi zu lebensfeindlichen Wüsten werden. Wo ein Ast nicht der Norm nach wächst oder Grashalme die zulässige Gesamthöhe von 3 Zentimetern überschreiten, ist der Einsatz von schwerem Gartengerät vorprogrammiert. Raupen können nicht fliegen und haben keine Chance.
Wer diesen einzigartigen Mikrokosmos erhalten möchte, muss im Prinzip gar nicht viel dafür tun. Es reicht schon aus, die Natur einfach in Ruhe zu lassen. Man muss nicht im zweiwöchigen Rhythmus den Rasen mähen. Und eine Blumenwiese sieht auch recht ansehnlich aus. Heimische Pflanzen statt Buchsbäume tun der Vielfalt gut. Statt steriler Schotter im Vorgarten besitzt eine Trockenmauer, deren Ritze mit Wildkräutern aufgefüllt werden, einen charmanten Flair. Es gibt immer weniger Schmetterlinge und auf absehbare Zeit scheint dieser Trend nicht aufgehalten zu werden. Schmetterlinge sterben leise, unbemerkt von den Menschen, die diese Lebewesen wegen ihrer Anmut und Schönheit bewundern.